Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach manchen Beschwerden, Debatten, Verhandlungen in der letzten Legislaturperiode möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Übertragung der Konstituierung dieses Deutschen Bundestages im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nicht stattfindet. Im Mittelpunkt des Vormittagsprogramms der Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkanstalten Deutschlands steht heute Morgen die TV-Komödie Schaumküsse. Das zweite deutsche Fernsehen bringt statt einer Übertragung dieser Sitzung die 158. Folge der Serie Alisa, folge deinem Herzen. Gefolgt vom 36. Kapitel der Serie Bianca, Wege zum Glück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich folge auch meinem Herzen und nenne diese Programmentscheidung ganz vorsichtig im wörtlichen Sinne bemerkenswert. Mir fehlt jedes Verständnis, dass ein gebührenpflichtiges Fernsehen, dass dieses üppig dotierte Privileg allein seinem besonderen Informationsauftrag verdankt, auch an einem Tag wie heute mit einer souveränen Sturheit der Unterhaltung Vorrang vor der Information einräumt. Und da die Chefredaktionen in ihren Entscheidungen so frei sind wie ich in meinem Urteil, kündige ich an, dass ich bei jeder ähnlichen Gelegenheit erneut vortragen werde. Und schließlich möchte ich, bevor ich die Sitzung schließe, daran erinnern, dass nach Ende dieser Sitzung, also Günter Schabowski hätte gesagt, nach meiner Kenntnis ab sofort im Rahmen eines kleinen Empfangs in der Fraktionsebene Gelegenheit zum Gespräch mit den neu gewählten Mitgliedern des Präsidiums ist. Die Sitzung ist geschlossen. Während der Rede des Kollegen Schäfer habe ich aus den Reihen der Fraktion Die Linke den Zwischenruf Kriegstreiber gehört, den ich leider nicht persönlich zuordnen kann. Dieser Zwischenruf ist weder in der Sache noch in der Tonlage akzeptabel. Ich weise ihn ausdrücklich als mit der Ordnung dieses Hauses nicht vereinbar zurück. Und schließlich möchte ich, bevor ich die Sitzung schließe, daran erinnern, dass nach Ende dieser Sitzung, also Günter Schabowski hätte gesagt, nach meiner Kenntnis ab sofort im Rahmen eines kleinen Empfangs in der Fraktionsebene Gelegenheit zum Gespräch mit den neu gewählten Mitgliedern des Präsidiums ist. Die Sitzung ist geschlossen. Ich weise gerne darauf hin, dass die heutige Sitzung neben Phoenix auch vom Zweiten Deutschen Fernsehen übertragen wird. Und stelle mit Genugtuung fest, dass sich unsere Vorstellung von der Wichtigkeit von Veranstaltungen zunehmend annähern. Sie sehen, wir bevorzugen Lösungsmechanismen, die sicherlich wichtige Einzelaspekte nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang betrachten. Es wäre ein Applaus fällig. Deshalb ist mir auch wichtig, deshalb ist mir auch wichtig, kurz genauer zu beleuchten. Ja, das müssen wir schon mal sagen. Also, Herr Kollege Lehrreder, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es weder verfassungsrechtlich noch nach unserer Geschäftsordnung Anspruch auf Beifall während der Reden gibt. Dass auf Ihre Aufforderung jetzt scheinbar spontan dieser Beifall erfolgt, ist eine bemerkenswerte Großzügigkeit der Kolleginnen und Kollegen, die ich ausdrücklich im Protokoll vermerken möchte. Ich weiß, Herr Präsident. Bevor ich den Tagesordnungspunkt 16 aufrufe, möchte ich die tapferen Besucher auf der Besuchertribüne besonders herzlich begrüßen. Die haben kein Zuhause. Ich tue das auch deswegen besonders gerne, weil wir ja gelegentlich mit dem Vorwurf konfrontiert werden, auf den Besuchertribünen seien mehr Leute anwesend als im Plenum. Das ist heute Nacht um 22.29 Uhr nachweislich anders. Was ich doch mal ausdrücklich Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus.
Ich bitte Sie nun, mit den Plenarsaal zu verlassen. Ja. Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf, den Saal zu verlassen, weil Sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Ich vermute, dass mindestens die parlamentarischen Geschäftsführer eine hinreichende Kenntnis der Regelung unserer Geschäftsordnung haben, zumal das bei vergleichbaren Situationen im Ältestenrat immer als hoffentlich ernst gemeinte Positionierung vorgetragen worden ist. Ansonsten muss ich auf die sich weitere daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam machen, wenn Sie dieser Aufforderung nicht folgen. Ich frage Sie mal, Sie verhandeln also. Herr Kollege, darf ich einen kleinen Augenblick unterbrechen? Darf ich die Kolleginnen und Kollegen, die entweder noch nicht genau wissen, ob sie dem weiteren Verlauf der Debatte folgen können oder wollen, oder jedenfalls nicht von wo aus? Kollegen Flossbach und Dautzenberg vor zum Beispiel. Hallo. Also, Herr Präsident, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Ja. Sie wissen doch, dass ich Ihnen gegenüber immer eine besondere Großzügigkeit aufbringe, die am Ende Ihrer Redezeit auch regelmäßig gebraucht wird. Und da gehen Sie mal davon aus, dass das auch diesmal wieder zugestanden wird. Okay, wir haben uns auf eine Minute verständigt. Das ist enorm. Darf ich weitermachen? Selbstverständlich, nehmen auch Ihre Verständigung zur Kenntnis. Ich bin sehr beruhigt, Herr Bundestagspräsident. Die hören nicht nur mir nicht zu, sondern auch Ihnen nicht zu. Also darüber sollten wir dann mal länger nachdenken. Sie haben die Maßnahmen Herr, dort lieber Herr Gysi, mit und... Ja, es ist ja wahr. Ja, es ist ja wahr. Ich verstehe Sie. Sie wollen auf die Zeit achten. Aber wenn die wechselseitige Begeisterung zwischen Ihnen und Volker Kauder nur von mir zu stoppen ist, dann muss ich es jetzt halt tun. Es ist vorbei. Sie haben recht, Herr Präsident, aber Sie müssen zugeben, seine Begeisterung für mich nimmt ständig zu. Dankeschön. Ja. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist, damit man sich darüber verständigt. Heute, ja, Herr Kauder, selbstverständlich. Herr Kollege Gysi, für die Klärung dieses Unterschieds stellen Sie doch sicher Ihre sachverständige Beratung. Aber selbstverständlich, ich wollte das gerade, Herr Präsident, Herrn Kauder anbieten. Wer davon keine Ahnung hat, werde ich Ihnen das gerne erklären. Dass wir Griechenland aus der Antike die größten Philosophen verdanken, von denen wir alle noch heute zehren. Herr Kollege, Sie wissen, dass Sie die nicht einzeln in Ihren wichtigsten Werken vorstellen können. Ich höre auf, ich fange nicht noch an, die Philosophen zu zitieren. Das würde ja auch die meisten überfordern. Ich lasse das weg. Aber so. Ich danke für Ihre Bestätigung. So, wenn nun nicht noch irgendjemand das Wort wünscht. Ich nehme zu Protokoll, dass der Kollege Gysi das für eine abwegige Vorstellung hält. Darauf kommen wir vielleicht in vergleichbaren Zusammenhängen noch mal zurück. Das heißt, die Opelaner... Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, vorbei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen unserer Geschäftsordnung aber Sie gelten. Aber Sie müssen zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig, was das hier absolut, so also ja. rumgeeiert wurde. Was glauben Sie, was ich Ihnen alles gerne noch erklärt hätte? Ja. Na schön, dann lassen wir das bleiben. Dann sage ich Ihnen am Schluss nur noch... Aber es wird manche Kollegen trösten, dass wir das dann bilateral ausmachen. Gut, ja, das machen wir dann. Aber wissen Sie, ich muss mit so vielen Leuten aus der Union reden, um die... Na ja, gut, also ich lasse das bleiben.
Na, so kurz bin ich ja nur auch nicht, Herr Präsident. Etwas ja, ich höher. Wir hatten geglaubt, das hätte sich über den Jahreswechsel noch mal deutlich gut, verbessert. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Ich will gar nicht sagen, an welche Zeit mich das erinnert, wo solche Berichte so getürkt wurden. Es haben Sie doch nicht. Da haben möglich. Sie aber fast finde, Glück, dass dafür auch gar keine Arbeit Zeit mehr besteht. Ne? Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ja. Ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. Also, Herr Kollege Gysi, falls Sie den verwegenen Gedanken mit der Uhr weiterverfolgen wollen, bitte ich herzlich darum, die Wertgrenzen einzuhalten, die mich zwingen würden, zunächst beim Bundestagspräsidenten die Genehmigung einzuholen. Es gibt heute noch ein anderes bedeutendes Jubiläum. Jakob Mierscheid wird 80 Jahre alt, dem ich ebenfalls im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren möchte. Dieser geschätzte, gelegentlich verzweifelt gesuchte Kollege hat schon im Jahre 1979 in der Nachfolge von Carlo Schmidt seine denkwürdige Tätigkeit im Deutschen Bundestag aufgenommen. Er hat sich für die heutige Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigen müssen, was vermutlich die Spekulationen befördern wird, es gäbe ihn gar nicht. Das ist allerdings durch zahlreiche Fundstellen in der Literatur eindeutig widerlegt. Im Protokoll des Deutschen Bundestages taucht er zum ersten Mal am 25. April 1980 auf, interessanterweise angesprochen von einem Vertreter der Bundesregierung. Seine bisher denkwürdigste Leistung ist die Formulierung des sogenannten Mierscheidschen Gesetzes über den Zusammenhang von deutscher Rohstahlproduktion und Wahlergebnissen der SPD bei Bundestagswahlen. Davon werden wir in den kommenden Monaten vermutlich noch mehrfach zu hören bekommen. Ich hoffe sehr, dass uns der Kollege Mierscheid auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten bleibt. Die naheliegende Aufgabe, die konstituierende Sitzung als Alterspräsident zu eröffnen, würde allerdings voraussetzen, dass er persönlich anwesend ist. Herr Präsident, ich missbrauche die Wortmeldung natürlich nicht dazu, aber es geht eins nicht, dass Sie am vergangenen Samstag 65 Jahre alt geworden sind und das hier nicht erwähnt wird. Meine herzlichen Glückwünsche, ich glaube, im Namen des ganzen Hauses. Herr Kollege Gysi, ich bedanke mich sehr. Es wäre natürlich schon gegangen. Und im Unterschied zu manchem anderen bestünde hierfür keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Umso mehr beeindruckt mich Ihre Kurzintervention. Wenn wir das während der Legislaturperiode auf diesem Niveau durchhalten könnten, wäre das ja schon mal eine Perspektive. Frau Kollegin Bahler, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Auch zu dem seltenen Kunststück, beim ersten Mal mit der knappen Redezeit nicht nur ausgekommen zu sein, sondern eine virtuelle Reserve angelegt zu haben, was ich allen weiteren Rednern als leuchtendes Beispiel für die Legislaturperiode empfehlen möchte. Und wir werden außerdem darauf achten, dass die Infrastrukturhaushalte in Zukunft aufhören, der ständige Steinbruch für alle Einsparungen im Bundeshaushalt zu sein. Meine Damen und Herren, und ich denke, dass uns das gemeinsam gelingen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Präsidentin, dass ich zu Ende reden durfte und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Die Liberalität dieses Parlaments unter besonderer Berücksichtigung des jeweils amtierenden Präsidiums ist schwerlich zu überbieten. Das nehmen wir
Mit besonderer Rührung zu Protokoll. Im Übrigen hoffe ich doch sehr, dass Sie nicht am Ende sind, Herr Kollege Fartz. Aber leider muss dennoch jede Rede irgendwann einmal an ein gesetztes Ende kommen. Damit ist im Übrigen... Ja, also... Es ist nicht völlig unüblich, dass ein Wechsel im Präsidium während laufender Plenarsitzungen erfolgt, aber dass es selbst stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ohne Vorwarnung passiert, ist schon eine arge Zumutung. Das räume ich ausdrücklich ein. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, gern. Geht es von meiner Redezeit ab? Nein, um Gottes Willen, solange sich das in halbwegs überschaubarem Rahmen... Bitte sehr.